So, kann losgehen. Fahrt nach Tramonto. Eine Ballonfahrt, okay? Ups. Oh, die ging aber schnell. Du bist eingeschlafen. Das ist es. Ich merke das schon. Oh, hier stehen aber ganz viel. Oh. Oh, hier Fußball. Na komm, schnell weiter. Ah, E-Mail-Meldungen im Bild. Haut ab. Rundreise Tramonto. Oh, wie schön. Wo sind wir denn hier? In dem Ballon hier? Der ist über Tramonto, italienische Stadt. Da hinten sind die Canyons. Da geht jetzt der nächste Tunnel hin. Und der ist Teil des Events. Also Richtung Canyons, ne? Ah, okay. Wenn du wieder auf den Teppich stehst, dann kommst du zum nächsten Ballon. Okay, ich hüpf mal. Ups. Nicht erst der nächste. The next one, ja, passt. Da der Kran, ein paar Schifflein unten. Oh, was ein Riesenweizenfeld. Oh mein Gott. Das Rapsölfeld für die ganzen Spritsauger. Das sind aber Sonnenblumen. Benzin wird abgelöst, ja. Ach, Sonnenblumen sind so gelb. Lustig, hier von oben zuzugucken. So, da kann ich auch direkt mal klack, klack. Ja, wohl, ein Foto. Nochmal rein. Und man sieht immer den letzten Ballon, ne? Ja, man sollte ihn sehen, ja. Dann mach ich mal die Musik an, so. Wunderschöne Musik. Ihr könnt es zwar nicht hören, aber es ist Grant Kirkhope mit der Musik von Viva Piñata. Der Nachtmodus. Schnell, nichts haben wir noch. Welcher ist der nächste? Der blaue? Ist ja, das ist ja cool. Warte, ist der blau? Kann ich jetzt nicht sehen, ich sehe nur Wolken über mir. Ja, ich sehe nur Wolken. Aber wunderschön gelblich unter mir, so sandig. Das muss irgendwo sandstädtisch sein. Da haben wir eine grüne Seite. Okay. Nächster Ballon. Oh, jetzt sind wir im Urwald. Nee, Quatsch. Oh, da ist der gerade Turm von Pisa. Fast gerade. Oh, ist das schön. Ja. Hat nur ein gestörtes Verhältnis zur Senkrechte. Bei dem Turm von Pisa? Ja, der ist nicht Stelle 4%. Ist nicht schief genug, da hast du recht. Gerade, ja. Entschuldigung. Da hat man, ihr habt da tatsächlich die Säulen alle gerade gesetzt, ne? Nächster. Oh, ich bin schon wieder fertig. Ganz zweite. Nochmal? Ja, du bist jetzt am anderen Ende der Stadt. Und wenn ich jetzt nochmal reingehe, geht er woanders hin? Ja. Zack, gute Nacht, Leute, ich fliege gleich raus. Bis dann. Ja, gute Nacht. Tschüss. Such Blums einmal auf. Blups. User disconnected from your channel. Ah, jetzt sehe ich auch hier die Schiefheit ein bisschen mehr. Tatsächlich. So ist cool. Oh. Ah, da hinten ist der nächste grüne Ballon. Das ist aber echt mal eine hervorragende Idee. Also habe ich sonst noch nirgendwo gesehen. Einfach mal eine Rundreise in Ballons, damit jeder mal einen Überblick hat, ohne fliegen zu können. Sieht man echt sehr. Also Tramonto ist fast noch größer wie Asiatown. Ist Wahnsinn. Oh, und schön, oh, hier dieses riesen Herrenhaus hier. Könnte direkt aus Resident Evil sein.
und das Fußballfeld wieder. Auch sehr schön. Next. Hast du den Hafen schon gesehen? So, ich bin gerade wieder raus. Rundreise Tramonto. Wo bin ich denn jetzt hier? Gerade mal gucken. Irgendwo. Ich steige jetzt noch einmal ein. Ah ja, da war ich schon, die Ecke. Da sind die Felder. Noch einmal rum. Wollte dich mal zum Hafen? Ja, warte mal kurz. Das sieht bekannt aus. Nochmal rein. Ballon. Zack. Ah, da unten ist der Hafen. Ah, oh, was blitzt mich denn da an? Die Sonne. Die spiegelt sich gerade richtig voll hier im Wasser. Müsste er sich eigentlich oben von der Burg angucken. Den Hafen. Das findet er sich oben von der Burg am tollsten aus. Echt? Ich bin gerade am Ballon. Ganz oben. Und guck auf den Hafen runter. Junge, Junge. Ich darf jetzt natürlich nicht runterspringen, sonst bin ich tot. Solltest du aber in Wasser landen. Bei jedem Ballon. Bei jedem Ballon? Mhm. Solltest. Wenn ich das so hab sehe. Habe ich versucht, um den derjenige, den du jetzt glaubst, gerade bist, dort ist ein kleiner Pool. Ja, den sehe ich. Warte, ich lasse mich gerade noch fallen. Und tschüss. Treffer. Er landet in meinem Pool. Cool. Sorry, cool. Ich mach das Wasser wieder sauber. Ich hab mir vor Angst da reingeschissen. Ich finde ja gut, dass ich gerade das Glück hab, dass es mein Pool ist. Und tut mir leid. Die braunen Flecke mache ich noch weg, ne? Ja. So, jetzt ab nach unten. Hafen. Ah ja, sieht sehr schön aus. Ich dachte gerade, da steht einer neben mir. Das sind nur Statuen. Ja. Damit die Stadt nicht so leer ist, haben wir ein paar Leute dahingestellt. So, nochmal ein bisschen weiterlaufen hier. Ja, sieht auch recht hübsch aus, doch. Erinnert mich an die alten Zeiten von einem anderen Server. Darf ich jetzt nennen, gibt's nicht mehr. Buddelbude. Da war ich eigentlich immer unterwegs. Sehr häufig sogar. Und da gab es auch so eine super Community. Aber gibt's nicht mehr. Und das habt ihr richtig gut hier aufgebaut, denke ich. Sieht gut aus. Ich muss jetzt mal nochmal nach oben hier zur Burg. Warte, hier unten rein? Mhm. Nee, da nicht. Nee, da gehst du aus der Stadt. Das ist ein Ausgang aus der Stadt. Wenn du in die Burg willst, musst du hier den anderen Gang. Am hier hoch. Oder an der Seite hoch. Ja, da geht auch. So, jetzt hier außen rum. Da ist der Eingang. So, auf geht's. Wie war der Anfang der Stadt? Einmal ganz nach oben jetzt. Noch höher. Ich will bis an die Spitze. Okay, warte, das ist noch nicht. Doch, das ist hoch genug. Hier geht es nicht höher, ne? Nee. Nee. So, dann stelle ich mich einfach mal da oben drauf. So, jetzt haben wir's. Ausblick auf den Hafen, das ist ja Wahnsinn. Und da leuchtet mich schon wieder die Sonne an. Wow. Also ich finde, der Anblick ist einmalig. Das ist toll. Unten am Hafen ist auch unser Standesamt, weil nächstes Jahr wird wahrscheinlich ein Pärchen, das sich hier kennengelernt hat, heiraten. Und da war jetzt, Standesamt okay. Gemacht und die wollen dann hier auf dem Server auch heiraten. Ach du Schande. Auf dem Server kennengelernt, in Real Life heiraten und hier auch nochmal heiraten. Ja, genau. Ist ja der Knaller. Ja, passiert nicht jeden Tag, würde ich sagen. Ne? Nee, das auf keinen Fall. Also mir würde es nicht passieren. Ich glaube, da gehen wir schon getrennte Wege. Ich Minecraft, sie nicht. Aber wunderschön hier. Ja, was mir auch gefällt, ist in dem Hafen unten die kleinen Bötchen. Die fand ich auch noch interessant, weil es ist nicht so...
ist da nicht so langweilig. Wenn du einen Hafen hast und hast eine Bucht und hast dann so ein bisschen auch Schiffverkehr, finde ich irgendwie doch nicht schlecht. Ja, so die Kleinen mit ihren Fleckchen da, mit ihren, Entschuldigung, Segeln. Ja, und sicher, der ganzen Stadt, jedes Haus ist eingerichtet, oder? Also das ist natürlich auch wieder eine Eigenart hier auf Cube Island, oder? Die Bauprojekte auch hier sind. Jetzt mache ich noch ein paar schöne Fotos hier, während das Video dreht. Ups, nicht fallen, nicht fallen. Nein, weil es wird gerade Nacht. Ja, Sonnenuntergang am Meer. Oh, und da wird die Sonne so knallrot momentan. Oh, oh, ist das schön. Ja. Knallrot, aber eckig. Meine ist rund. Ich hab Mieser. Ach Gott, Mieser hatte ich schon ewig nicht mehr. So, Achtung und... Knips, jawohl. Ich warte noch mal eine Sekunde. Oh, der Hafen ist bei Nacht so richtig schön hier. Kann mir vorstellen. Hervorragend. So, perfekt. Dann bewege ich meinen Arsch jetzt mal wieder hier hoch. Ne, direkt mal auf dem Vorplatz. So, direkt hier auf den Hafen zu. Plupp, so, da beende ich das Ganze. Zack, Musik aus. 3, 2, 1. Kommst du noch runter zu mir? Hui! Gabriel, so, alles klar. Ja, es war ja schon fast eine kleine Rundführung hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Gabriel, 89. Dankeschön dafür. Schön. Jetzt weiß ich so ziemlich viel mehr hier drüber. Hätte ich mal vorher geguckt. Weil, wie gesagt, ich war schon ewig nicht mehr hier. Naja. Na, welcome back.